Leben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video mit dem guten Bernardino. Bonne, es ist schon wieder soweit. Ja. Diesmal bist du in meiner Stadt, mein Freund. Heute bin ich bei dir und du musst dein Heimrecht verteidigen. Ein richtig heftiger Typ wird versuchen, sich mit dir zu messen und wird versuchen, dich in die Schranken zu weisen. Ich kenne das Format jetzt schon. Man muss dazu sagen, letztes Mal richtig ins kalte Wasser. Aber das, diese besondere Herausforderung jetzt, ne, ist der Typ, gegen den ich koche. Ja. Weil der ist jeden Tag an der Front, der hat Verantwortung für 5 oder 6 Restaurants. Ja. Der hat was weiß ich wie viele Dutzend Köche unter sich. Das ist komplett geisteskrank, dass du mich in dieses Battle schickst. Also 1000 Euro, wer Bernd Zehner im Kochen schlägt. Das ist das Format. Ich werde gleich 2 Gerichte vorschlagen. Ich werde bestimmte Richtlinien vorgeben. Die werden ihre Kreativität frei laufen lassen, mir 2 bombenmäßige Gerichte präsentieren. Und wie Bernd schon gesagt hat, es tritt nicht irgendjemand gegen ihn an, sondern absoluter Banger. Frank Möbes, der Culinary Director der Mo-Gruppe, verantwortlich für alle Restaurants der Mo-Gruppe in Frankfurt. Wer sich ein bisschen auskennt. Die Mo-Gruppe ist so das Krasseste eigentlich so, als jemand, der sich nicht auskennt, was man von Frankfurt hört. Die haben 3, 4, 5 Restaurants. Die besten eigentlich so, ja. Und alles halt geisteskranke, so auf 1, 2 Sterne-Basis. Die wollen zwar mit Sternen nichts zu tun haben, aber von der Küche an sich, von der Klasse, das ist wirklich ganz, ganz gehobener Anspruch, tolle Produkte. Also der Christian Muck, sein 1000-Sassar, was das betrifft, ist weit weg von der Gourmet- und Sterneküche, wie du gesagt hast, ja. Aber dafür ist es einfach, naja, lass dich überraschen. Wir sehen uns im 39. Stock und werden den guten Frankie gleich kennenlernen. Ja, guck mal, ich habe den VIP-Zugang. Ja. Noch bevor wir den Frankie sehen, eine Info noch. Die Idee ist spontan entstanden. Eigentlich gehen wir ja rein ins Restaurant, das ist so dieses Format. Und ich frage einfach jemand, habt ihr die Eier gegen ihn zu kochen? Ihr kriegt 1000 Euro, wenn ihr gewinnt. Dann hat aber der Chefkoch hier halt, der Frankie, gesagt, der für alles zuständig ist, ja komm, dann will ich gegen Bernd. Bernd, wie er ist, hat gesagt, ich nehme ihn, wie er kommt. Nein, bitte nicht, habe ich gesagt. Du weißt, wir kennen uns tatsächlich auch. Und glaub mir, der nimmt das ernst. Guck mal, ich kann nur verlieren heute. Ja? Also ich hätte gerne nach dem ersten Film einfach aufgehört mit der Serie. Melzer rasiert, was soll noch kommen? Und Niederlage davon gegangen. Ja, ja. Safe. Ja. Ich habe Arschwasser, ja? Ja. Nicht nur wegen unserem ersten Video heute. Ja, ja. Lass uns da hochfahren und mal gucken, was uns... Aber denkst du, du ziehst ihn ab jetzt ganz wirklich Real Talk Basis? Ja, super schwer. Der ist bereit. Guck mal hier. Sei gegrüßt. Vielen Dank, dass du uns überhaupt hier reinlässt. Alter. Na, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr angekommen seid. Mann. Ich habe gerade unten versucht, mit deinem Arsch zu flexen. Sag ich dir ehrlich. Für wie viele Köche trägst du Verantwortung? Ja, ich habe 80 Köche. Ja, und ich habe noch untertrieben. Ja gut, das sind noch ein paar Küchenhilfen dabei. Ja, aber trotzdem. 80 Leute in der Küche. Musst du da einen Dienstplan schreiben eigentlich? Teilweise. Shit! Ist natürlich kein Spaß. Guck mal, wir haben Franziska, wir haben Ivory Club, wir haben Sensa Khan, wir haben das Monami Maxi und wir haben das M Steakhouse. Ja, Frankie, also als ich von dir gehört habe, hatte ich schon Respekt. So eine ganze Mannschaft unter dir, da steht jetzt aber auch Druck auf dir. Ne? Wenn jetzt die ganzen, auch deine Küchenjungs hier und da kommt so ein Influencer mit einem dicken Bauch und... Ganz ehrlich, im Herzen sind wir ja Brüder und ja. Im Bauch wahrscheinlich auch. Du bist auf einem guten Weg, sagen wir so. Ja, ich übe noch ein bisschen, weißt du, aber da geht noch was. Aber du denkst schon, dass du ihn platt machst, ne? Ja, was heißt denken, klar. Komm, ein bisschen Rivalität, Frank, gleich, ohne Witz, ne? Ich sag dir ehrlich, gleich gibt es keinen Freund, keinen Feind mehr, ne? Ja, es ist doch, ich habe hier echt vor der Community zu verlieren, ne? So, das muss man einfach mal ehrlich sagen. Ich auch einen Namen zu verlieren. Ja, das stimmt wohl. Wir müssen halt jetzt mal ein bisschen, müssen ran. Also um zur Sache zu kommen, die Mo-Gruppe, wie heißt die nochmal? Mo-Group, das sind die krassesten Restaurants, ja, ohne dass du hier arbeitest. Wenn man von draußen hört, das ist schon das Nonplusultra, was man in Frankfurt mitmacht. Also oder? Ich denke schon, also wir sind da schon in der Pole-Position. Ja. Und ich muss sagen, wir haben natürlich 5 verschiedene Restaurants, 5 verschiedene Stile. Herausfordernd, ja. Ne? Ist herausfordernd, ja. Immer High-End, ja. Und darum geht's. Weil du ja nun mal hier Chef von allem bist und nicht jetzt irgendein random Koch, den wir ansprechen, haben wir uns überlegt, wenn du jetzt einen 1000er kriegen würdest, wäre vielleicht doch nicht so geil. Deshalb machen wir es so, da kam mir gerade die Idee, wir suchen uns gleich 2 Köche von dir raus oder irgendein Personal ist scheiß drauf. Gehen gleich rum, ich suche mir random jemand aus. Jeder kriegt 500 Euro von deinen Jungs. Und wenn Bernd gewinnt, dann kriegt meine Community den 1000er als Gutschein. Eine Person in den Kommentaren. Den hole ich für euch. Irgendein Kommentar, ein 1000er für euch. Hole ich für euch. Ein 1000er für euch. Und wenn ich aber verkacke, hassen sie mich richtig. Nein, das
trotzdem nicht. Nein, die kann man nicht hassen werden. Ja, wer könnte diesen Feini hassen? Ja, komm, lasst uns in die Küche nicht lang schnacken und dann sage ich euch, was überhaupt die zwei Runden sein werden. Beziehungsweise ich nenne euch die erste Runde erstmal. Ja, okay. Cool. Geht's hier links? Ich bin gespannt. Oh, warte, ich muss mal eben kurz meine Schuhe aufmachen. Und hier musst du auch immer längs, wenn ihr dann eure Zutaten holt, dann läufst du hier mit einer Kiste. Wir haben noch einen kleinen Küchenaufzug, weißt du, aber wir gehen auch öfter mal hier lang. Das ist halt unterschiedlich. Und weißt du, dass du dann sagst, hier, pass mal auf, mein Freund, hol mal eben hier die Karotten rüber? Ja, klar. Komm, wir gehen hier rein. Hi, moin, Männer. Grüß euch, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, so, sehr gut, ja. Ja. Also ich würde jetzt Folgendes sagen, eigentlich wollte ich gerade, wir sind hier vier Leute, ne? Außer uns jetzt, vier Leute im Personal, ja, da kommen, ne? Dann noch ein paar Leute. Jungs, darf ich euch einmal ganz kurz noch ranholen oder geht das gerade? Ich wollte euch eine Sache mitteilen. Also pass auf, wir haben hier ein Battle am Laufen. Bernd Zehner kocht gegen euren Chef und wenn mein Bernd gewinnt, dann werden 1000 Euro an meine Community ausgelost. Wenn euer Chef gewinnt, dann gehen die 1000 Euro einfach mal an euch. Jeder kriegt heute von euch 250 Euro, wenn er gegen Bernd im Kochen gewinnt. Ja, dann gibt's in die Personalkasse heute. Boah, hier schon mit Eiern in Eiswürfeln da, sehe ich schon wieder, das siehst du auch nicht. Willst du deine Eier auch in Eiswürfel hängen jetzt, oder? Das hilft. Dann trainieren die mal ein bisschen nur, dann werden die mal ein bisschen kleiner zur Abwechslung. Die werden auf jeden Fall fester dadurch. Ja, wir machen Vorher-Nachher-Test einfach, Bernd. Du fährst jetzt einmal und dann danach. Bruder, bei mir sind, ich bin 44 Jahre alt, bei mir sind die Glocken länger wie das Teil. Ja, bei deswegen, mir auch schon. Deswegen brauchst du immer mal eine Eiskurve. Ich entscheide. Also ich habe viel in der Sterneküche gearbeitet früher. Also ich habe schon... Ja, ja. Da den Müll rausgetragen abends. Also ich würde jetzt euch beide einfach ranholen. Ich sag, was jetzt gekocht wird, erste Runde. Also pass auf, Jungs. Ich habe mir überlegt, man könnte es wahrscheinlich auch schlauer ausdrücken, als ich es jetzt tue. Ich werde jetzt einfach mal random raushauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr kriegt für die erste Runde nur zwei Vorgaben, die ihr irgendwie in ein Gericht integrieren müsst. Wie ist völlig egal. Ihr präsentiert mir einen Teller. Nach euren Vorstellungen zwei Sachen muss es beinhalten. Einmal Fried Chicken, asiatische Einflüsse. Die beiden Sachen müsst ihr beachten. Okay. Das war's. Sonst seid ihr völlig frei raus. Frank? Loser. Ja, genau. Aber egal. Weißt du, wir haben ja auch noch Senzakan. Weißt du, also ein bisschen asiatisch kenne ich mich aus. Also da geht schon was. Muss laufen. Also das sind Vorgaben mit dem. Guck mal, das Ding ist, ne, das geht ja jetzt in so eine Richtung. Ich weiß ja nicht, was das zweite ist, was wir machen sollen. Ja. Was hast du uns beim letzten Mal hast du uns das verraten? Du wolltest einen Burger und eine Pasta. Ja. Sagst du uns heute auch, was das zweite wird? Nein, nein, nein. Weil nicht, dass wir nachher irgendwie Doppelungen haben oder sowas, weißt du? Das nächste werden orientalische Einflüsse, das sage ich schon mal. Wir sind absolut spontan. Ja. Geht schon. Okay. Gibt es eine Zeitvorgabe? Oder also ich würde sagen, lang für euch, wenn ihr die Zutaten habt, 15 Minuten. Wenn die Zutaten da stehen, der Herd an ist und wir nicht nochmal loslaufen müssen mit dem Löffel, dann ja, bestimmt. Ja. 15 Minuten und das muss eigentlich auf dem Teller stehen. Ja, fertig. Alles klar. Genau. Ja, dann würde ich euch in Ruhe lassen. Ich darf ja nicht wissen, was von wem ist. Ich werde bewerten, ohne zu wissen natürlich, wer das noch nicht verstanden hat, wer was gekocht hat. Und werde oben auf euch warten. Viel Spaß. Ja, alles klar. Wir sind gespannt. Geil. Das wird wild. Freut mich. Bernd, viel Glück. Ich hasse dich. Liebe Community, einmal einen Daumen hoch für Bernd. Ja. Ja, schafft mal was. Wir haben heute Abend voll Haus. Ja. Weißt Bescheid. Ja. Hast du schon direkt Ideen, oder? Klar. Ich auch. Also, da hinten ist Trockenlager, ja. Ne? Hier ist Kühlhaus. Okay, lass mal erst die frischen Komponenten checken. Na gut, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Dann schauen wir mal. Also Huhn nimmst du mit, ne? Ich nehme das schon mal mit für uns beide. Perfekt, ja? Schönes Huhn. Boah, was mache ich denn da? Also ihr seht tatsächlich, ne, es ist von allem, was ich mir eben ausgedacht habe, was ich machen will, davon ist nichts da, außer dem Hähnchen. So, das ist schon mal perfekt. Hast du Koriander hier im Haus? Nee, glaube ich nicht. Aber Kaffeelimette. Ein paar Kaffeelimetten. Das ist eine gute Idee. Danke dir. Er hat jetzt von jeder Kiste, die hier drin steht, hat er sich eine Sache in seinen Korb gelegt. Ja? Also, aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute, guckt euch mal um. Hier steht eine Kiste Blumenkohl. Hier stehen vier verschiedene Sorten Pilze, fünf verschiedene Sorten Pilze und Kresse. Das war's. Die brauchen wir, wenn wir Fried Chicken machen wollen, brauchen wir Eier. So, meine Idee, ich kann es euch ja jetzt sagen, ich wollte Udon-Nudeln machen. Aber jetzt werde ich einfach... Scheiße. Okay, gehe ich noch einen Kaffee trinken oder wie sieht's aus? Geil, Alter. Ich bin komplett am Arsch. So gut.
Also bei mir gibt es Salat, Orangen und Speisestärke. Boah, klingt gesund. Ja. Dann verrate ich euch auch gleich, was ich mache. Also es gibt heute ein Cordon Bleu vom Kikok-Hähnchen. Ja, wir haben einen astreinen Honigschinken, tollen Gruyère-Käse, dazu Pilze. Ich habe Shimeji-Pilze und ich mache dazu etwas Teriyaki. Damit mariniere ich die Pilze. Und mit dazu mache ich noch einen leichten Curryschaum mit Kaffeelimetten, Portwein, Ahornsirup. Wird geil. Ich denke mal, saublöde Fragen. Reiskocher habt ihr nicht hier oben, oder? Nein. Hätte ja sein können. Deutsche Küche. Kinder, das ist wirklich belastend, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Im deutschen Restaurant, ne? Wir sind im deutschen Restaurant hier und er sagt asiatisch herum. Da fehlt mir einfach so die Hälfte der Produktpalette einfach schon. Aber gut, wir werden mal gucken, ne? Schön, dass du zwei Fritteusen auf deiner Seite hast. Ich habe ja gesagt, ich gehe schon mal hoch. Aber kein Problem. Ich mache es schon mal an für dich. Jetzt willst du haben, links oder rechts? Mir ist egal. Okay, kannst da drüben die Plancha nehmen. Auch da geht. Ja, mit genug Fett geht alles. Mit Fett geht alles. Also ich glaube, dass ich es nicht schaffe, in 15 Minuten Reis zu kochen. Aber lass uns 20 machen. Ist das okay, Frankie? Von mir aus. Ja. 20 Minuten. Auf geht's. Here we go. Viel Glück, Bernd. Ja, dir auch, mein Lieber. Ich schneide von der Außenseite halt rein und mache so einen Butterfly-Cut, sag mal. So, dass es halt so ein bisschen aufgelappt ist. Ja. Was ich auch mag, ist halt ein bisschen Limette oder in dem Fall Zitrone. Dass man auch diesen asiatischen Taste ein bisschen hinbekommt. Ne? Also Säure und so, weißt du, das passt einfach super. Wie läuft noch? Damit ich weiß, wann ich anfangen kann. 6 Minuten 20. Ah, ja, echt? 6 Minuten 20 haben wir nur noch. Jetzt doch ein bisschen kürzer. Gut, frittiert schön. Dann können wir hier schon mal ein bisschen Druck drauf geben. Hähnchen ist jetzt fertig, guck mal, so sieht es aus. Ja, geben noch eine kleine Runde. Okay, jetzt sind wir jetzt schon 2 Minuten drüber. Hm? Ja. Normalerweise hier im Kotel hätten wir jetzt schon verloren, ne? Ja, aber wir sind ja nicht so. So, dann machen wir schon mal ein bisschen von dem Teriyaki-Glas. So, jetzt pass auf, was passiert, Habibi. Mit dieser Orangensoße. Das soll so ein bisschen anhängen, klebrig sein.
Bernd, ich bin soweit, ja? Okay, ich leg's auf den Teller. Solides Orange Chicken. Wir müssen sehen, ob das das ist, was er sich vorgestellt hat. Schmecken tut. Für die Schnelle geht's, oder? Mann, Mann, Mann. Oha! Die habt kein TK Cordon Bleu oder so jetzt gezaubert, ne? Und aus dem Rewe geholt, Digga. Wild, ey. Oh. Danke, 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 danke. Ich werde direkt loslegen, Leute. Also erstmal so komplett auf Laienbasis. Erinnert mich an Cordon Bleu. Ich werde jetzt auch bewusst nicht mehr zu den beiden rüber gucken. Ich sage euch einfach, was ich sehe. Ich muss mich reinschmecken, Leute. Wir kommen auch nicht mehr zu ihm einfach, schätze ich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, geht gerade nicht mehr, geht gerade nicht mehr. Boah, schöne Pilze hier am Rand. Kranke Soße. Ich bin selber gerade aufgeregt, wie das schmecken wird hier. Boah, seht ihr den Käse hier langziehen? Ich frage jetzt mal den Küchenchef bewusst, damit ich nicht irgendwas reininterpretieren kann. Ist das Panko-Mehl? Ja. Also der Biss, ich nenne es jetzt mal Cordon Bleu. Im Kurzen perfekter Biss. Sehr, sehr zart, sehr, sehr zart. Leichte Käsenote, nicht übertrieben. Wirklich ganz geschmeidiger Käse im Hintergrund. Schinken auch mild, leicht. Ich nenne es jetzt mal sandig im positiven Sinne vom Biss her. Sandiges Panko-Mehl, leichter Knusper im Mund. Also den Asia-Kick hast du definitiv in der Soße. Asia-Kick hast du in der Soße. Sojasauce, ich weiß nicht, ob das eben Ingwer war, ob das leicht in Ingwer noch mal geköchelt hat. Wild. Das darf hier nicht zu kurz kommen. Leicht mit Ei gemacht hier. Schmeckt wie bei Mama zu Hause, als sie damals Reispfanne mit Schinken und Ei gemacht hat. Macht geilen Scheiß, Jungs. Wirklich, also muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das eine Orangensoße ist. Ihr werdet es zum Schluss noch aufklären. Auf jeden Fall mega fruchtige Soße. Dickflüssig, beinahe wie eine Glasur. Erinnert mich an Fried Chicken, wo man eine geile Marinade drauf kriegt beim Koreaner. Boah, das ist geiler Scheiß hier. Das muss Orange sein. Da sind auch Kräuter verwendet. Ich sag euch, man muss auch ehrlich sein, ich kann es nicht im Leben herausschmecken. Ihr habt diese orangige Note, ihr habt die fruchtige Note und dann habt ihr so ganz dezent die Kräuter. Und was ich immer so faszinierend finde an dieser Küche, von Leuten, die es wirklich drauf haben, du isst was, du schmeckst es, aber du weißt halt eben nicht, was es ist. Es ist natürlich leicht, ein Curry aufzutischen, da schwimmt ein Stück Ingwer drin oder Koriander. Du siehst das, schmeckst es und es ist klar, aber das ist so, du musst richtig... Das ist ein Gericht zum Verlieren, wo man sich drin verlieren kann. Besser ausgedrückt. Die Soße hat super den Pilzgeschmack angenommen. Also beides ganz, ganz, ganz wilder Kram. Das macht mich kaputt. Das ist unsere Aufgabe, oder? Also es ist so gefühlt, als wäre hier die Hähnchenhaut hier verarbeitet. Ich weiß nicht, ob die für irgendwas genutzt wurde, aber man hat selbst den Hähnchenhautkick hier noch drin. Die ist verarbeitet. Beides kranker Scheiß. Schon ziemlich spannend, du. Meine Güte. Jetzt sitzen wir zwei, wie der Melzer das gesagt hat, wir zwei Bettnässer sitzen hier und warten, ne, auf Holles Urteil. Das unterstreicht seinen Expertenstatus. Ja, ne? Also, ich habe in anderen Situationen weniger geschwitzt, ich sag's dir ehrlich. Also, so ruhig war ich nur das letzte Mal im Standesamt. Das kann ich dir sagen. Ja. Okay, zur Bewertung, ihr beiden. Also man kann bei diesen beiden Gerichten nicht von besser sprechen. Also was mich dazu bewegt, um das zu erklären, ich sag's jetzt erstmal so. Ein kleiner Moment bei diesem Gericht hat mich in eine gewisse Richtung gelenkt. Das war da, wo ich gesagt habe, oh, ich habe dieser Impuls von irgendwelchen Kräutern, die ich nicht fassen konnte, der hat mich so hart geflasht. Also ihr habt das Thema beide voll getroffen. Da kann man weder Abzüge geben noch irgendwas. Oh. Also ich bin wirklich, ich mache jetzt keine Show hier, wirklich keine Show. Einfach aus dem Bauch raus. Das hier hat mich 0,1 Punkte mehr geflasht als das hier. Ich hätte dem hier
9,4 gegeben, den 9,3. Das ist beides Endlevel. Und ich hätte gedacht, Bernd hat mal wieder auf ganz schlau gesagt, er weiß, was mir schmeckt. Das Cordon Bleu, der Junge ist deftig unterwegs. So hast du mich eingeschätzt, dass ich genau das mag hier, ne? Tolle. Ist erstaunlich, wie falsch du schon wieder liegst. Genau. Nein! Ehrlich? Oh! Ja! Ja, 0,1 Punkte, ey, Frankie. Also, ey, aber ey, wirklich, Hut ab für die Kreativität, einen Cordon Bleu zu machen, Alter. So weit bin ich nicht gekommen. Also, ja. Also heftig krank. Und ihr seht, es lohnt sich, Bernd Zehner Rezepte nachzumachen. Das sind Gewinnergerichte, das ist mein eigenes Rezept. Ehrlich? Oh. Hätte ich's mal gemacht, du. Scheiße, beides oberkrank gewesen. Bitte noch mal ein, zwei Worte zu euren Ideen dazu und was ihr dazu sagt, was ich hier jetzt für Scheiße von mir gegeben habe. Ja, das war, da war keine große Scheiße dabei. Da war keine Scheiße dabei. Also ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich kann es jetzt auch nicht beurteilen. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin nächste Runde. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen abkassieren. Ja. Boah, jetzt wird also sowas von Kopf an Kopf, das gab es ja so noch nicht. Ne? Also das ist schon krass. Da ist alles drin. Ne? 0,1 ist ja nichts. Das war auch nicht besser als das. Kann man nicht sagen, wie gesagt, ich muss irgendwo ein Bauchgefühl geben und das hat mich an einer Stelle ein klein wenig mehr geflasht. Aber das war beides einfach so Endlevel, Leute. Orangen. Orange Chicken. Orange Chicken, ja. Die Herausforderung ist wirklich, also wenn man sich die Kühlhäuser bei Tim Melzer noch, wir können das Video hier oben nochmal einblenden, ne? Da wäre es noch nicht gesehen, das soll ja Leute geben, die haben das Video noch nicht gesehen. Guck da mal ins Kühlhaus, das ist, als ob du in den Supermarkt spazierst, ne? Das ist hier nicht so. Nee. Das, was du hier siehst, mehr gibt's hier auch nicht. Ja. So, weißt du so, ja? Ach komm, dann gehen wir in die Küche, dann kann ich die auch mal sehen und dann sage ich euch, was die nächste Runde beinhaltet. Ja, alles klar, cool. Ja. Ja, wir haben ja gerade schon rumgewühlt, ja. Ja, jetzt darf ich das hier auch mal sehen. Sieht ein bisschen wüst aus, ja. Hier seid ihr am Kochen. Jetzt noch mal kurz von mir die Frage. Habt ihr Hackfleisch hier? Außer Kalbshackfleisch habe ich schon in der Karte gesehen. Also Kalbshack, ja. Ja, Kalbshack da. Dann müsst ihr gleich sagen, ob das funktioniert, sonst muss ich zu Edeka rennen. Runde 2 wird sein. Wieder nur 2 Vorgaben. Einmal Köftefrikadelle, also das ganze orientalisch dementsprechend angehaucht. Das geht zur Not auch mit Kalbshack, ne? Das geht auch mit Kalbshack. Aber das ist nicht so geil. Ja. Also so Lamm und Dings sollten wir schon haben. Ja? Sollt ihr schon haben. Also ich gehe runter zu Edeka. Ich werde noch eben Lamm und Rinderhack holen. Dann sehen wir uns in Runde 2. Oh, ich bin selber, das belastet mich gerade. Oh. Wenn ihr keinen Safran kriegt, mache ich mit Curry. Mal gucken. Na, ich habe hier Currypulver mitgebracht. Ja, das ist gut. Hätte ja auch unentschieden sagen können, weißt du? Jetzt hänge ich hinterher. Maggie, aber man muss schon mal dazu sagen, das ist schon... Also was in deinem Hirn vorgegangen ist, ne, ein Cordon Bleu zu machen. Und ich habe ja unten gesehen, wie dein Hirn so geblitzt hat, als du die Currypasta hast stehen sehen. Ja. Hast du gedacht, oh geil, die mache ich da auch rein. Jetzt mal Frankie, mal Spaß beiseite. Wir sind wirklich in die Bullerei reingelaufen. Und der Holle sagt zu dem, ey, wir drehen hier heute was. Und dann kommt der Restauranter, der Kamera aus. Ich so, ach du Scheiße, jetzt kriegst du aufs Maul, hab ich gedacht. Weißt du? Weil das ist auch so ein Riesenochse, so ein richtiger, weißt du? Ich dachte, war früher Türsteher auf dem Kiez oder so. Ne? So, und dann hat der das irgendwie mit seiner dreisten Art, wie er halt ist, ist der da rein? Ja. Ist der da rein und 5 Minuten später standen wir in dieser Küche. Und er hat mit so 500 Euro gewedelt. Wer hat Bock, wer hat Eier? So stand er da. Und die gucken ihn alle so an. Die waren mitten im Weihnachtsgeschäft. Der macht ja keine Gänse, der macht Enten. Enten, Klöße, dies, das. Und die haben mit 8 Mann Klöße vakuumiert, gemacht, getan. Die waren richtig am Brennen da. Na klar. Und wir kommen wie die Idioten da rein. Krass aber, dass Holle das mit über 9 bewertet. Das ist für seine Verhältnisse, hat ihm das richtig, richtig gut geschmeckt. Ah, ja. Beides. Ja. Der Holle ist wieder da. Oh Mann, Holle, ey. Kann ich reinkommen, lieber nicht jetzt? Ja, komm her, wir warten auf dich. Ah, okay. So Leute, ich werde die gleich hops nehmen. Ich sage, ich habe keine Petersilie glatte bekommen. Ich habe nur Krause bekommen und gebe den Grünkohl. Mal gucken, wie die reagieren. So, ihr Lieben. Oder da bist du ja endlich. Da bin ich am Start, Leute. Also. Ey, musst du noch mal ein bisschen was besorgen für uns? Ich habe an und für sich alles bekommen, kein Safran. Und die hatten keine glatte Petersilie, die hatten nur krause Petersilie. Oh je. Okay, da müssen wir noch mal Produktschulung machen, mein Lieber. Ja. Das würde dem Grünkohl Holle gut stehen. Ne? Also, wie ertappt? Nein, ich wollte mal gucken, wie er reagiert. Ich dachte, er denkt, ich bin so dumm. Spaß beiseite. Ja, eigentlich habe ich alles da. Ich wollte dich noch mal viel Glück wünschen. Ich habe schon gemerkt, Frankie, du warst eben ein bisschen angefressen. Für den Ach, Quatsch. Ist immer noch, ist immer so. Beleidigt. Fast wie Melzer die ganze Zeit. Ja, nee, weißt das so? Stimmt gar nicht. Ja. Nein, ja. Wir sind Brüder, das weißt du. Du musst das Tampon rausziehen erst mal, bevor du anfängst zu kochen. Ja, ich hab schon ein bisschen länger geblutet heute. Das war schlimm. Ja. Okay. Ich habe euch ein Special noch reingepackt. Ich weiß nicht, ob ihr es braucht. Tahin. Wer weiß, vielleicht kommt eine kreative Idee noch. Und an sich könntet ihr loslegen. Habt ihr eure Sachen halt schon geholt jetzt, ne? Jawohl. Okay. Wir sind soweit bereit. Ja. Dann würde ich sagen, let's go. Ihr macht die Uhr gleich selber, ne? Jawohl, machen wir. Der Petersilie hat auf jeden Fall schon mal daneben gegriffen. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Also,
Hübscher als die. Hier ist Hack. Hack. Knoblauch und Tahin. So, dann würde ich sagen. Jeder kriegt so ein Zähchen hier und dann geht's los. Ne? Jawohl, Baby. Minuten. Hey, Real Talk? Real Talk. Ja, das ist, glaube ich, das Rezept hier. Meinst du? Ja, ja. Zubereitung. 5 Minuten. Alles klar, gut. Ja, wir brauchen es ja beide. Macht es Sinn, es zweimal aufzustellen? Nein, eigentlich nicht. Petersilie hast du ja, ne? Ja. Oder muss ich dir davon was abgeben? Nee. Müssen wir halbe-halbe machen, Habibi. Auch halbe-halbe. Ja. Frankie, wie krieg ich die Grillplatte hier an? Siehst du, der hält mich die ganze Zeit auf. Ich hab jeden Knopf einmal gedrückt jetzt. Nein, du musst einfach nur gedrückt halten, mein Lieber. Hab ich auch probiert. Auf geht's. Geiler Typ, danke schön. Immer gerne. So, die Idee ist, hier tatsächlich schon direkt so mit orientalischen Aromen ranzugehen. Kommt hier ein bisschen Backpulver dran. Ich sag dir ehrlich, die Zeit ist das Ding. Ja, die Zeit, die macht hier wirklich den Unterschied. Ja? Das ist wirklich ein Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der ersten Aufgabe nicht gewinne. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr Druck. Ich mache sowas nicht fürs Ego. Ja? Das ist einfach nur, ich möchte halt gerne, dass meine Jungs auch stolz sein können, ja, auf das, was wir hier machen. Was sind die geilen Landgurken her schon wieder? Frechheit. Du weißt doch. Hände nass mal. Ich versuche mal so eine klassische Form hinzukriegen, sodass sie auch schön saftig bleiben. Noch so eine Art Tzatziki. Eigentlich aus der indischen Geschichte. Die Köfte sind super. Perfekt. Rosinen in O-Saft. Ich habe ja mal gedacht, das Auge ist mit. Aber wie ich gemerkt habe, da gibt der Olle einen Scheiß drauf. Oh, jetzt muss ich kurz an dir vorbei. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir richten an. Alles, oder? Hammers. Jo. So, das Ding habe ich gewonnen. Bam! War natürlich ein Spaß. Danke, mein Lieber. Das gehört dazu auch, ja? Krank, ja. Oh, perfekt getoastet. Guckt euch das an. Oh, du riechst gefühlt die Sour Cream. Den Buttertoast. Nicht, du riechst gefühlt, du riechst die Sour Cream. Du riechst den Buttertoast. Oh.
Jungs, ihr habt wieder optisch habt ihr schon mal bist du jetzt am eingedeckten Tisch oder was? Was geht euch durch den Kopf gerade? Nie so schnell 20 Minuten rumgehen sehen. Das ist unfassbar, ne? Ja. Was wir geschwitzt haben jetzt schon wieder. Mein Gott, ey. So, was mich als erstes anlacht hier, sind die Köfte hier oben drauf und die werde ich auch als erstes snacken. Also stell euch mal einfach vor, ihr geht in ein türkisches Restaurant und kriegt das aufgedeckt. Ich weiß nicht, warum nicht mal jemand so einen geilen Scheiß macht. Gibt ja überall gefühlt das Gleiche und es schmeckt auch ähnlich. Einfach mal was anderes. Genau das, einfach in die Karte. Typischen Kreuzkümmel, perfekt angebraten, sehr bissfest. Sehr bissfest, also wenn man es so vergleicht mit anderen Köfte, die man isst, ist das gefühlt. Also einfach sehr komprimiert. Das ist sehr komprimiert, sehr fest. Ich muss dazu sagen, die konnten natürlich nicht die Wolfung vom Hack bestimmen. Wir wissen nicht, was für ein Fleisch das ist. Die hätten wahrscheinlich gesagt, komm, gib mir das Teil vom Tier, gib mir ein bisschen vom Nacken, gib mir ein bisschen von der Hochrippe, keine Ahnung. Und da wurde uns jetzt einfach irgendwas aufgetischt, ne? Da haben die keinerlei Einfluss drauf gehabt, die Jungs. Ein Traum von Couscous. Schöne Süße mit den Mandelstiften. Granatapfel passt extrem geil. Ich gebe die Rosinen noch Süße. Endlevel gibt beinahe so einen Süßspeisencharakter, der Couscous. Als hätten die noch Bonchit klein gemahlen und reingerieben. Schwer jetzt zu essen. Ziemlich aufgeweicht das Ganze. Köfte deutlich weicher hier. Schön mit Kräutern gearbeitet. Schöne Kuhminute. Knack vom Salat. Salat super getroffen. Wenn Salat warm wird, kannst du hier schnell ein richtiges Eigentor schießen. Aber vom Allerfeinsten. Und dann schmeckt das Ganze gar nicht mehr. Gerade gehabt. Erste Diagnose. Dicker Pluspunkt durch den Couscous. Minuspunkt durchs aufgeweichte Toast unten. Ich weiß nicht, wie man das hätte regeln können. Frikadellen hier bzw. Köfte deutlich besser als hier drüben, weil hier der Biss einfach nicht stimmt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Zu doll zusammengedrückt, die Bällchen vielleicht zu doll gepresst vorher. Ich weiß es nicht. Ja, viel luftiger, in dem Fall auch besser. Schön mit dem Gurkenfeeling noch. Ich habe ja eingekauft, ich habe gedacht, was sollen die Gurken da jetzt? Anfangs von Miss Cream genannt, geht auch eher in die Tzatziki-Richtung. Hier muss ich noch einmal sagen, das, was ich rausgeschmeckt habe, ich vermute mal, ist ein geiler Essig. Da werde ich die Jungs später mal fragen. Hier noch einmal ran. Da habe ich gar nicht wahrgenommen, weil ich so in meinem Tunnel war. Ich glaube, das ist auch eine Täuschung. Jetzt die Vermutung nur. Ich glaube, der Frankie wollte mich jetzt täuschen, weil der Bernd eben ein Zusatzgericht gemacht hat und hat extra noch ein Zusatzding gezaubert, damit ich denke, das hier ist das von Bernd, weil ich glaube, der Frankie glaubt nicht, dass das Ganze hier unabhängig ist. So was hast du nicht gegessen, wenn du normal essen gehst. Sag ich wirklich. Ich würde sagen, genug geredet. Ich steck mich kurz noch rein. Wir sehen uns gleich bei der Bewertung. Der Kern des Ganzen, die Köfte, eigentlich das Herz des Gerichts sind hier besser. Wiederum, wenn du ins Restaurant gehst und beides bestellst, wärst du über dieses hier enttäuschter, weil es einfach so hart aufgematscht ist. Beziehungsweise du wärst hier enttäuscht, weil es so hart gematscht hat und wirst denken, oh nee, ist wie ein Burger, den du bestellst, der unten voll aufgeweicht ist und denkst dir, kannst du nicht bringen. Hier wärst du nicht enttäuscht. Du bist einfach nur nicht maßlos begeistert über die Köfte, was auch einfach Schuld das Fleisch sein kann. Ganz klar, ne? Fettgehalt und. Da hast du irgendwann keinen Zugriff mehr. Junge, schwitze mit. Schwitzen alle. Alle schwitzen hier mit, guck mal. Ja. Also ich muss aus dem Bauch heraus entscheiden. Bei der Köfte fehlt die Raffinesse für mich, muss ich einfach sagen. Und deshalb gebe ich eine 8,6 und eine 8,4. Denkbar knappes Ergebnis am Ende. Wer hat was gemacht? Ich sag, Frankie wollte mich hops nehmen, hat das gedoppelt und einfach um mich zu linken und hat deshalb das hier gemacht. Bleibt der Linie treu, ne? Ja. Wieder komplett falsch. Wieder komplett falsch, ja. Frankie hat mich rasiert, guck. Nein. Siehst du, ich hab doch gesagt, bestellt schon mal was bei Amazon. Ne?
Glückwunsch. Es war denkbar knapp. Ganz eng, ganz eng. Das war auf jeden Fall. Das ist 0,1 Unterschied. 0,1 Unterschied. 0,1 Unterschied. Wie vorhin, ja, 0,1. Du hast gesagt, es ist einfach im Rolle. Musst du einfach einen Burger machen, dann gewinnst du. Siehst du, ich habe ihn gelesen, weißt du? Ey, Frankie, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, Alter. Und vor allem, dass wir alles hier in Schutt und Asche legen durften, ja? Ja, gut, das musst du dann mit dem Service dann noch klären. Aber er hat, so wie ich das sehe, er hat auf jeden Fall auch recht mit den Köften, sehe ich auch so. Ja? 20 Minuten waren krass, ja? Da sieht man mal, es ist hier nichts gefaked, gar nichts, ne? Nee. Also, das weißt du vielleicht auch. Das ist alles real. Ja, aber Moment mal, Moment mal. Wir müssen mal eins festhalten. Er hat den Melzer-Rasierer rasiert. Er hat den Melzer-Rasierer rasiert. Geil, Alter. Du hast deinen Job verloren, Ben. Das heißt, 1000 Euro wer Frankie schlägt in der nächsten Folge. Endlich bin ich raus hier. Tschüss, macht's gut. Wir holen die Knete noch mal einmal schnell. Also das ist für deine Truppe. Ich weiß nicht, wer heute alles mitverdient. Das kläre ich dann gleich. Ja, ich geb's mal dir. Sorry, Olle. Tut mir leid, dass da noch 1000 los geworden sind. Meine Community hat das gebraucht, Mann. Ja. Oh, sorry, Leute. Vielen, vielen Dank, ja. Bernd. Das war echt eine... Hat echt mir viel, viel Spaß gemacht. Er ist aber auch mit einer Motivation jetzt ran. Er hat ihn richtig gefuchst vorhin. Ne? Ja, die ganze Zeit. Also, wenn ihr denkt, Melzer hätte mich hart beleidigt, er ist auf jeden Fall der krasse Mann. Alter. Ach komm. Bernd, nochmal von mir, lag ich mit einem Weißweinessig richtig? Ja, es war Champagneressig, aber das ist ja im weitesten Sinne, ist es ja Weißwein. Ja. Aber hat mich wieder überrascht, Holle, dein feiner Gaumen. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Bibi. Wir werden jetzt nochmal das Geld eben verteilen, beziehungsweise Frankie wird das machen. Ja. Frankie, mein Lieber, verteilst du Knetes? Kriegt einer mehr oder einer weniger oder kriegt einer? Erstmal wissen, wie viele Leute heute da sind. 8. 9. 9. Okay. Also kriegt jeder einen Hoodie. Das ist falsch hier, guck mal. Na, das sieht nur so aus. Ah ja, Alter. Hier? Thank you. Jetzt fahren wir runter und verteilen den Rest noch. Okay, perfekt, perfekt. Ja. Ich beweise, dass was er sagt, ist richtig, weil er gemacht hat, was er gesprochen hat. Wir gehen nochmal Geld verteilen. Wir gehen nochmal ein bisschen Kohle verteilen. Einer von Tommy. Danke, danke. Ali. Und da fehlen noch zwei Leute. Wo sind die? Wo ist der Rest? Gut, dann Giuseppe und den anderen verteile ich morgen. Dann machen wir. Kollegen. Genau, perfekt, alles klar. In dem Sinne zur Verabschiedung. Nochmal ein Abschlusswort. Ich wäre für eine Revanche. Das würde ich mal ganz stark sagen. Eine Revanche brauchen. Was sagt ihr dazu? Ja, jederzeit. Das muss sein. Die Ehre zurückholen. Wobei die Ehre ist in Frankfurt geblieben. Das ist schon okay eigentlich. Ne? Wir sind uns einig. Aber ja, ich will auf jeden Fall die Kohle zurück. Ja, und ich möchte noch ein bisschen mehr für mein Team. Das ist ja klar. In einem anderen Restaurant mit anderer Aussicht auch geile Location. 10.000 Likes, sage ich mal jetzt einfach. Und sollen 15 sagen. 15.000 Likes. Aber meine Leute sollen auch liken, also von daher. Wir sagen 15.000 Likes und dann gibt's safe eine Revanche. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das nochmal machen. Aber was ihr auf jeden Fall machen sollt, damit ihr das nicht mehr verpasst, Kanal abonnieren, Glocke aktiv, klarer Fall. Daumen nach oben, netten Kommentar schreiben, auf jeden Fall auch fürs ganze Moog-Team, das uns hier heute unterstützt hat, insbesondere Frankie. Danke euch. Ja, Holle, das sind deine berühmten letzten Worte auf deinem Kanal. Leute, schaut rum, einmal hier im Restaurant oder in den Restaurants vom Frankie, überzeugt euch selber von seinen Kochkünsten und von seinem Team. Schaut rum beim guten Bernd auf dem Kanal, der rasiert, ihr seht seine Rezepte, zum Beispiel das Orange Chicken, auch bei ihm auf dem Kanal, könnt ihr nachkochen. Total, auch die Scheißköfte gibt's auch. Die Köfte gibt's auch, ja. Ja, in dem Sinne sage ich danke an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Profis in den Club, Alter!